In der Zeit, bevor wir mit FM zusammengearbeitet haben, hatte man eben gar keine Bewerbungen, die man bekommen hat über die klassischen Wege. Das hat sich geändert. Wir haben so ungefähr 6, 7 Stellen insgesamt zusammen mit FM dann auch besetzen können. Mein Name ist Lars Wöhler, ich bin einer von 4 Geschäftsführern hier im Seniorenpflegeheim Lindenreg in Kleinburg-Wedel. Wir betreiben hier eine vollstationäre Pflegeeinrichtung und eine Tagespflege. Wir pflegen hier 122 Bewohner im Stationären und 25 Menschen in der Tagespflege und das tun wir mit ungefähr knapp 140, 150 Mitarbeitern. Früher haben wir, wenn wir Bewerber gesucht haben, das über klassische Printmedien gemacht. Da hatten wir dann in der letzten Zeit relativ wenig Erfolg mit. Da kamen, wenn überhaupt, 5, 6, 7 Bewerbungen und damit waren wir einfach nicht mehr so erfolgreich bei der Suche von Personal. Wir wollten einfach neue Wege gehen. Da wir das selber nicht können, haben wir uns eben einen professionellen Partner gesucht, der uns entsprechend bei der Rekrutierung von Personal unterstützt. Dadurch, dass wir einfach vor der Zusammenarbeit mit FM relativ wenig Bewerbungen über den klassischen Weg erhalten haben, war natürlich die Sorge groß, dass wir auch auf diesem Feld keinen Erfolg haben werden. Wir haben dann gemeinsam mit FM Recruiting erstmal so ein bisschen analysiert, wer sind wir als Unternehmen, was ist unsere Philosophie, unsere Einstellungen, was suchen wir überhaupt für Personal, sind das nur ausgebildete Kräfte, suchen wir auch Quereinsteiger. Wir haben also erstmal so eine kleine Analyse des Unternehmens gemacht. Dann hat FM sozusagen sich auf den Weg gemacht mit unserer Philosophie, eben das geeignete Personal zu finden. Seitdem wir zusammenarbeiten, haben wir jetzt in einem knappen halben Jahr ungefähr 130 Bewerbungen erhalten, daraus knapp 70 aus dem Bereich Pflege und wir haben so ungefähr 6, 7 Stellen insgesamt zusammen mit FM dann auch besetzen können. Der große Vorteil, dadurch, dass wir natürlich jetzt mehr Bewerber zusammen mit FM einstellen konnten, ist natürlich einfach, dass Stellen, die wir schon länger vielleicht auch offen hatten, jetzt einfach besetzt werden konnten. Und das spüren natürlich auch die Mitarbeiter vor Ort, dass mehr Bewerber da sind, dass neue Kollegen eingestellt wurden. In der Zusammenarbeit mit FM hat mir einfach besonders gut gefallen, dass wir von Anfang an sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir haben uns von Anhieb an gut verstanden und konnten uns super austauschen. Da war gleich ein gutes Verhältnis miteinander, ein partnerschaftliches Verhältnis und das hat uns einfach besonders gut gefallen. Fehlen würde ich die Zusammenarbeit natürlich allen, die das ähnliche Problem haben wie wir, dass sie einfach über die klassischen Printmedien keine Bewerber mehr finden. Den würde ich auf jeden Fall ans Herz legen, es auch mal so wie wir mit einem Partner, mit FM zu versuchen, um da einfach nochmal einen anderen Markt für Bewerber einfach nochmal zu eröffnen.